ich schieße in die Luft. Dankeschön, vielen, vielen Dank. Dankeschön, vielen Dank. Das war die krasseste Anmoderation, die ich je gehört habe. So fett ist er gar nicht. Das beschissenste Kompliment, das man fett machen kann. So fett bist du doch gar nicht. Was soll das heißen? Also du bist schon fett, aber so fett. Ey, an alle Dünnen, wir Fetten wissen, wenn wir fett sind. Ja, das stellen wir irgendwann fest. Wir sind fett, nicht behindert. Okay? Ja? Du lachst, ja, du kennst das, ich weiß. Jeder merkt es anders. Weißt du, der eine passt nicht mehr durch die Tür. Bei mir war es so, ich stand auf der Waage, da stand da, einer muss runter. Da wusste ich Bescheid. Und das Krasse war, dann bin ich runtergegangen, da stand da noch einer. Ich so, hä? Ich habe Spuren hinterlassen. Das Ding ist, ich bin nicht nur fett, ich habe auch keinen Bart. Das ist der Jackpot. Ey, fett und kein Bart. Ich sehe aus wie meine Mutter. Also nicht. Nein, wir haben beide Titten. Wir haben beide Titten, deswegen. Ja. Das ist so geil. Einmal Titten sagen. Sehr schön. Freue mich sehr. Auch oben. Alles gut oben noch? Okay, ich nehme das mal als Nein. Sonst geht es bei mir heute sehr viel um das Thema Schule, weil das Ding ist, ich war total schlecht in der Schule. Wirklich, ich war so schlecht. Und ich muss am Anfang direkt nochmal fragen, war auch jemand von euch in der Schule? Drei so, ja, war scheiße. Hier vorne, wie wart ihr so in der Schule? Wart ihr gut? Du guckst mich gar nicht jetzt an. Ich weiß, es ist schlimm, ne? Ich bin sehr fett, ja, ja. Du guckst ganz überraschend. Ja, das ist noch nicht Fernsehen. Ich kann dich auch sehen. Ja, das ist total krass. Ja. Toll. Du bist ganz zugedeckt. Ist es dir noch nicht heiß genug? Nein? Hm. Du guckst ganz interessiert. Du hast auch eine Brille auf. Du warst bestimmt gut in der Schule, oder? Und wer bist du, ihr Anwalt, oder was? Beste! Beste, wo gibt ihr Titten? Ja. Wie heißt du? Melanie. Melanie? Wie nenne ich deine Freunde? Melle. Melanie, hi. Pass auf. Melanie, du hast ja bestimmt, das ist heute dein Abend, ja? Das ist dein Abend. Du sagst mir jetzt so deine Hassfächer, die du immer in der Schule gehasst hast, okay? Und die mache ich für dich fertig. Ist das ein Deal? Ja. Okay, dann sag mir mal dein Hassfach, was du immer gehasst hast, so spontan. Mathe. Mathe. Wer ist dabei? Wer ist dabei? Mathe, wer hat Mathe gehasst? Oh, ja. Sehr viele. Ich hatte echt schon Angst, uns gehen die Assis aus, aber sehr gut. Nein, das ist sehr schön, weil Mathe war für mich auch immer ganz schlimm. Was war für dich das Schlimmste an Mathe? Alles? Wenn du ein bisschen spezifischer reingehen müsstest, was wäre das Schlimmste für dich an Mathe? Du hast gerade Rechnen vorgeschlagen, finde ich auch geil so. Also, ich bin mir nicht sicher. Aber Rechnen ist, glaube ich, ganz oben auf der Liste. Wenn es nicht stimmt, dann die Zahlen, das weiß ich. Okay, Rechnen ist richtig. Das Ding ist, ich kam mit Zahlen, zum Beispiel, kam ich total gut zurecht. Die Zahlen waren für mich super, ich kam mit den Buchstaben nicht klar. Weißt du, 2 plus 2 ist 4, ganz einfach, A plus B. Hä? Und am Ende jedes Mal so, was ist X? Jedes Mal, was ist X? Habe ich immer geschrieben, Buchstabe. War falsch. In Ethik hätte ich nur eine 2 plus bekommen, er hat drüber nachgedacht. Aber weißt du, so, ja. Es kam immer mehr Buchstaben, immer mehr. Hast du irgendwann ganze Texte, hast du Textaufgaben. Kennt ihr noch Textaufgaben? Ja, ganz einfach, ne? Sowas wie, Peter kauft 4 Tomaten, 3 Radieschen, 9 Gurken und eine Zwiebel. Er bezahlt 13,98 €. Eine Tomate kostet 3-mal so viel wie ein Radieschen, eine Gurke halb so viel wie eine Zwiebel, ein Viertel von Radieschen und eine Tomate 45% von einer Gurke. Hallo! Weißt du? Was ist das? Ey! Und dann so, Frage, was kocht Peter? Und ich denke so, ich wollte ja lustig sein, habe ich geschrieben, Crystal Meth. Das sind 2 Probleme. Dein Lehrer, der sagt, du hast eine 6. Und dein Lehrer, der fragt, hast du was dabei? Ja, scheiße. So, Melli, jetzt haben wir, Melle, Entschuldigung, Melle. Ich rück dir mal auf die Pelle. Pass auf. Wir haben nachher noch 6. Pass auf. Nein, du merkst nicht, du willst schlafen. Pass auf. Melle, jetzt haben wir Mathe abgehackt. Was war das Fach, was du auch so gar nicht magst? Chemie. Ja, Chemie fand ich auch immer krass, weil das Schlimmste an Chemie mit diesem verfickten Periodensystem, und ich weiß nicht, ist euch mal aufgefallen, im Englischunterricht, ich habe auf Chemie ist leider nichts vorbereitet, ja, im Englischunterricht. Ist auch gar keinem aufgefallen. Guck mal, das Ding ist, ihr habt gerade schon gemerkt, ich kann die Klappe nicht halten, weißt du, und mein Englischlehrer, der hat mich mal gefragt, so, Chris, what is your biggest wish for the future? Und ich so, yes. No, Chris, what is your biggest wish for the future? Und ich so, ah, sorry, my mistake. No.
Gar nicht. No. Hey! Dann so, no, Chris, what is your biggest wish for the future? Ich so, ah, it's my biggest wish for the future to become a nice girl one day. Und das Geile ist, ich sehe gerade ganz genau, wer in Englisch aufgepasst hat und wer nicht. Weißt du, alle, die es nicht verstanden haben, wieso, der hat doch eine Freundin? Alle, die es verstanden haben, wieso, der hat doch Titten, alle super. Guck mal Leute, Tipp von mir, wenn ihr kein Englisch könnt, ihr müsst trotzdem mit breiter Brust auf die Leute zugehen, das ist ganz wichtig. Ich war letztes Jahr auch in Amerika. Ja, in L.A. und ja, Gag to go, könnt ihr mitnehmen. Und ich wollte da so ein Mädel klar machen, weißt du, ich bin im Club so hingegangen, das machen wir Dicken so, wir gehen da hin und ich habe mir so ein paar Notizen auf die Hand gemacht für den Notfall, ich bin zu ihr hingegangen und ich so hey! Yeah! Baby! Und sie so, what do you want? Und ich, yes. War falsch, war falsch. Ich bin dann zu einer anderen hingegangen, ich habe gesagt, okay, komm, jetzt probier's mal mit dem Gedicht, also auf Englisch, G-Dicht. Und ich bin zu ihr hingegangen. Und ich so, Lady, listen, zwei me. To me. G-Dicht for you. My English is so very good, because I learned it from a book. Do you feel romancing? Do you like my dancing? In Germany, I am so famed. Please tell me, what is your name? Hey! Hammer, oder? Ja. Hey, sie war auch richtig geflasht. Die gucken mich an so, yeah, ich bin die Peggy und ich gönn es leid. Ja. Da hab ich auch gesagt, kannst du bitte Englisch reden? Ich verstehe kein Wort, aber... Keine Ahnung. So, jetzt haben wir Chemie auch abgehakt. Was war das Fach, was du auch so gar nicht mochtest? Sonst mochtest du alles. Solche Menschen liebe ich, ja. Du hier vorne, du bist ein Mann, du hast bestimmt auch noch ein... Also bist du einer, ne? Ja. Ich frage nochmal nach, weil ich habe eine Zeit lang in Köln gewohnt. Was war denn so dein Hassfach in der Schule immer? Geschichte. Geschichte. Guck mal, ich habe in Deutsch auch mal eine Geschichte gelesen, ne? Das war total krass, weil... Ey, komm, für spontan war das nicht schlecht, oder? Ey, komm, ach komm. Nee, hört auf. Euer Mitleid brauche ich nicht. Und das Ding ist, in Deutsch, ich war total schlecht in Deutsch, weißt du? Ich hatte immer eine 4, hat mich nie gestört, bis ich irgendwann mal festgestellt habe, so, ich bin Deutscher. Ey, selbst Ali hatte eine 3. Und das Problem war, Ali hat von mir abgeschrieben. Kennt ihr so Typen? Das ist falsch. Und mein Lehrer, der hat mich richtig gehasst. War nichts Neues. Aber hat immer so Aufgaben gestellt, wo er wusste, das schafft er nie. Aber hat immer so getan, als wäre es total einfach, damit ich vor der ganzen Klasse als Opfer da stehe. Weißt du, er sagte so, Chris, sag mir mal irgendeinen Satz, irgendeinen Satz, den du willst, im doppelten Plusquamperfekt Konjunktiv 2. Habe ich gesagt, was jeder sagen würde. Ich so, Chris, einfach irgendeinen Satz. Gut, es muss halt ein deutscher Satz sein und halt im doppelten Plusquamperfekt Konjunktiv 2. Ich so, okay, ich werde ein Bier getrunken gehabt haben gewesen sein. Vielleicht. Ey, das ist mein Lehrer ausgerastet. Nein. Ja, ja auch. Okay, geil. Das ist München. Total geil. Ey, mein Lehrer, der hat mich angebrüllt von meiner ganzen Klasse so, Chris, das doppelte Plusquamperfekt drückt wie das einfache Plusquamperfekt vor Vergangenheit aus. Standardsprachlich sind die Formen des doppelten Plusquamperfekts in dieser Funktion nicht akzeptiert. Wenn das Plusquamperfekt die Vorvergangenheit nicht eindeutig ausdrückt, ist die Verwendung von Adverbien wie bereits vorher und so weiter zu empfehlen. Da habe ich gesagt, und wenn die Tangentialrechnung unproportional zur Koeffizienz führt, regeneriert sie die brachiale Gleichung linear. Da sagt er, was soll das heißen? Ich sage, keine Ahnung, was heißt denn ihr's? Penner, Dankeschön! She's like me.